Hallo, ich bin Ralf Pautitz vom Autohaus Burmeister und möchte euch heute mal einen Gebrauchtwagen vorstellen. Frisch eingetroffen, ein Leasingrückläufer aus erster Hand privat. Dieses Auto ist aus März 2017, hat 84.500 Kilometer gelaufen, ist ein 2 Liter Diesel, 180 PS, Automatik. Ja, was haben wir hier Schönes? Wir haben hier einen Ford S-Max in der Ausstattung Titanium in Schwarz Metallic. Sehr hochwertiges Fahrzeug, verfügt über komplett LED-Scheinwerfer, Parkdistanzkontrolle vorne, Nebelscheinwerfer. Das Fahrzeug schön zu erkennen als Kontrast, hat hier die silbernen Fenstereinfassungen, Wärmeschutzverglasung und ab der zweiten Tür ringsherum nochmal zusätzlich eine dunkle Eintönung, damit ein extremes Aufheizen des Fahrzeugs vermieden werden soll. Dieses Fahrzeug verfügt über Ford Keyfree-System, das heißt schlüsselloses Öffnen, Schließen des Fahrzeugs. Steht auf Leichtmetallfelgen Ford Original mit Sommerbereifung. Des Weiteren verfügt dieses Fahrzeug über eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage. Also das ist hochinteressant. Und was wichtig ist für dieses Fahrzeug, was man wissen sollte, hierbei handelt es sich um einen S-Max Allrad. Also hochinteressant für diejenigen, die sich zum Beispiel viel in den Bergen bewegen, beziehungsweise auch gerne mal Caravan ziehen, der ein bisschen größer ist. Das Fahrzeug hat auch hier im Heckbereich Parkdistanzkontrolle, verfügt zusätzlich über eine Rückfahrkamera. Was ich persönlich schön finde, ist auch die Darstellung der Auspuffanlage auf beiden Seiten noch mal ein bisschen hervorgehoben. Macht so ein bisschen kernigen, maskulinen Charakter. Die Heckklappe ist elektrisch. Ja, und wenn wir dann reinschauen, dies hier ist jetzt ein Fünfsitzer. Das hat der Kunde seinerzeit auch so geordert, weil er brauchte Fünfsitze. Das hat ihm gereicht. Hat dementsprechend einen praktikableren Kofferraum. Wir haben das Easy Flat System, das heißt, wir können von hier hinten die Einzelsitze jeweils dann noch umklappen, wenn wir jetzt den Laderaum vergrößern wollen, dass wir dementsprechend schneller die glatte Ladefläche haben, um das Fahrzeug zu beladen. Dieses Fahrzeug verfügt über elektrisch schwenkbaren Hängerzug. Wäre ja sonst Quatsch, ich rede vom Caravan und kann nichts ziehen. Ja, kommt mal mit rein. Ihr habt das Auto jetzt von außen kennengelernt. Habt euch einen Eindruck dazu machen können und jetzt gucken wir uns nochmal weitere Teils der Ausstattung im Innenraum an. Ja, was haben wir jetzt hier als Highlights im Innenraum? Also was unschwer gleich zu erkennen ist, wir haben eine Komplettlederausstattung. Das heißt, wir haben hier perforierte Premium-Lederpolsterung. Wir haben Panoramadach in diesem Fahrzeug. Das Fahrzeug verfügt über elektrisch verstellbare Sitze, komplett auf beiden Seiten, auf der Fahrerseite zusätzlich mit Memory-Funktion. Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheizbar, anklappbar, Fensterheber elektrisch vorne und hinten. Wir haben in den Außenspiegel jeweils den Totenwinkelassistenten, in zwei Ebenen einstellbares Lederlenkrad mit der Fernbedienung für die Radioanlage, für die Freisprechanlage, für den Bordcomputer. Hier dann die Bedienung für die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage. Das Fahrzeug verfügt zusätzlich über Schaltwippen am Lenkrad, hat einen Spurhalteassistenten, ein Sichtpaket mit Regensensor und automatisch abblendbaren Innenspiegel. Wir haben hier den großen Monitor, über den dann auch das Navigationssystem und die Rückfahrkamera funktioniert. Das Fahrzeug verfügt über diverse Abmeldemöglichkeiten in den Türen, Handschuhfach, hier oben auf der Mittelkonsole, im Bereich des Tunnels, Getränkehalter und auch unterhalb der Mittelarmlehne. Klimaautomatik selbstredend und bei Ford natürlich Winterpaket, gerade bei der Lederbestuhlung. Elektrisch verstellbare Sitze haben wir gesagt, die Sitze sind beheizbar. Wir haben eine beheizbare Frontscheibe, das heißt kein Kratzen mehr. Und unsere Außenspiegel dementsprechend sind auch beheizbar. Wir haben an den Rücksitzlehnen Klapptische, ideal für Familien, die Kinder haben. Und wir haben zusätzlich noch in den hinteren Seitentüren
Rollos, perforierte Rollos, die wir zusätzlich zu dieser dunklen Schalentönung auch nochmal einsetzen können, gerade wenn wir sehr gutes Wetter haben, unsere Kinder hinten sitzen, dass die dort in der Frage dann nicht anfangen zu quallen. Das können wir natürlich nicht gebrauchen. Ja, hier sehen wir nochmal den Wahlhebel, das heißt Automatik. Mir bleibt im Moment nur zu sagen, Werkstatt gepflegt, sehr gut behandeltes Fahrzeug. Wir sind für euch da. Habt ihr Fragen, die euch speziell jetzt im Detail interessieren zu diesem Fahrzeug? Weil wir können hier nur einen kurzen Background geben. Habt ihr Fragen zur Finanzierung? Habt ihr versicherungstechnische Fragen? Sprecht uns bitte an. Wir sind für euch da. Wir beraten euch da gerne. Letztendlich können wir euch nur herzlich einladen, dieses Fahrzeug persönlich zu erleben und zu erfahren, um euch einen eigenen Eindruck zu machen. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Uns wird es freuen, wenn wir euch hier in unserem Haus begrüßen können. Wer Interesse hat an so einem Fahrzeug, ja, ruft uns an. Dankeschön.